Aygül Aslan von den Grünen ist nun an Bord. Frau Präsidentin, Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wenn Sie ein bisschen leise sein können. Ja, ich denke, ein bisschen Zuhörkultur muss man haben, aber das ist immer so schwierig bei den Freiheitlichen, das weiß ich. Ja, okay. Heute will ich Ihnen über die tragische Geschichte des österreichischen Frauenministeriums erzählen. Es war einmal ein eigenständiges Frauenministerium, das von der österreichischen Frauenbewegung als eine wichtige Errungenschaft dargestanden ist. Unter schwarz-blauer Regierung landete es im Sozialministerium. Unter der ÖVP war es im Gesundheitsministerium und es wurde immer wieder mitbetreut. Und mit der Reanimation der Großen Koalition landete das wieder bei der SPÖ und es wurde dann mitbetreut wieder beim Gesundheitsministerium. Und irgendwann landete es dann im Unterrichtsministerium. Und 2004 hat unsere ehemalige Frauenministerin Heini Schossek ein eigenständiges Frauenministerium gefordert. Und zwar mit den Worten: Für uns, für die SPÖ, ist es von größter Bedeutung, dass nach allfälligen nächsten Wahlen, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen, es wieder ein eigenständiges Frauenministerium gibt, mit einem eigenständigen Budget. Denn nur so können wir sicherstellen, dass wir Frauen, die wir mehr als die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, wirklich irgendwann einmal Gleichstellung erleben können. Zitat Ende. Im Jahr 2013, vor den Nationalratswahlen, wiederholte sich die Forderung, wo sie auch betonte, dass durch ein eigenes Ministerium sichergestellt werden kann, dass genau in diesem Bereich auch intensiv gearbeitet werden kann. Es zeigt auch, welchen Stellenwert Frauenpolitik für die politischen Akteurinnen und Akteurinnen hat, sagte sie damals. Ja, nach 14 Jahren würde es mich schon interessieren, dass Sie vorerst sozusagen schon primär in Ihrer Partei die Frage stellen, welchen Stellenwert hat die Frauenpolitik überhaupt in Ihrer Partei? Sie hätten ja 14 Jahre Zeit gehabt für die ganzen Gesetzungskompetenzen. Und ich kann Ihnen noch weitere rote Frauen zitieren. Aber das Ergebnis bleibt das gleiche. Es steht immer noch kein eigenständiges Frauenministerium. Schon damals, wie Sie die Bildungs- und die Frauenagenten zusammengelegt haben, haben wir Sie gewarnt, dass es nur zu einer Verschlechterung der österreichischen Frauenpolitik führen kann. Und heute bestätigt sich diese Skepsis, indem wir uns die Frauenarmut anschauen, indem wir uns den Gender Pay Gap anschauen, die ungleiche Verteilung der bezahlt-unbezahlten Arbeit anschauen, indem wir uns den kaum vorhandenen Gender Budgeting anschauen. Ich meine, das sind ungelöste Problemstellungen, die immer noch nicht gescheit bearbeitet wurden. Und ich will erst gar nicht über die Basisfinanzierungen der Mädchen- und Frauenberatungsstellungen reden, die eine enorm gesellschaftliche Arbeit leisten. Auch in dem Bereich ist sehr wenig getan worden. Ja, das Ping-Pong-Spiel des Frauenministeriums geht ja noch weiter. Ich meine, heute, ab jetzt, wird es jetzt im Gesundheitsministerium weiter mitbetreut. Und obwohl ich dazu sagen muss, dass wir natürlich mit unserer neuen Frauenministerin eine sehr erfahrene Frauenpolitikerin haben. Aber wie soll das bitte funktionieren, wenn Sie nicht einmal die Rahmenbedingungen dafür schaffen, damit Sie nicht wieder an Ihren eigenen Ansprüchen scheitern? Es ist doch peinlich, jedes Jahr irgendwie mit ansehen zu müssen, dass Österreich im Gleichstellungsranking auf dem hintersten Platz dann landet. Und das genau bei der Gehaltsschere, genau bei der ungleichen Verteilung der bezahlten und unbezahlten Arbeit. Und das genau bei den wichtigsten Themen wie die gläserne Decke. Und hören Sie bitte immer wieder auf, die Frauenpolitik als Querschnittsmaterie zu bezeichnen. Weil, ich meine, das ist eine Abwertung der frauenpolitischen Anliegen. Ja. Und
Bitte überdenken Sie nochmals diese Entscheidung. Sie haben ja noch Zeit. Obwohl, es kann auch wenig Zeit jetzt bleiben für die nächste Legislaturperiode. Aber wir Grüne sind in dieser Hinsicht bereit, Sie dabei zu unterstützen. Und wir hoffen, dass Sie das irgendwann einmal auch Ihre eigene Forderung auch durchsetzen können. Denn ein Frauenministerium ist nicht nur ein Recht, das man den Frauen einräumen muss, sondern es ist zutiefst vernünftig, auch ökonomisch gesehen, sagte Barbara Brammer. Gut, dass Barbara Brammer und Johanna Donal heute nicht mitansehen müssen, dass die SPÖ wieder die Chance verpasst auf ein eigenständiges Ministerium. Danke sehr. Auch Aygül Aslan, die grüne Abgeordnete aus Tirol, fordert ein eigenständiges Frauenministerium.